Du sollst ja ganz gute Lines haben. Ha, guter Witz. Wenn man solche bringen möchte, verdeckt man sich nicht das Gesicht, Bitch. Bevor du irgendwelche irrelevanten Lines auspackst, konter ich sie, weil du vorhersehbar bist. Genau wie alle anderen auch. Haust immer mal was raus. Aber selbst die Runde gegen mich hat mehr Klicks als alle anderen Tracks von dir. Also überleg mal, wie interessant du bist. Dir fehlt die Motivation, gute Ausrede, die du immer brachtest, als du auf die besten Gegner trafst. Ernsthaft, reicht gar nicht erst ein. Ich schaufe dir gerade sowas wie dein dreckiges Grab. Ah, der größte Fund, den du mir machst, ist die Tatsache, dass du wirklich dachtest, dass du gegen mich eine Chance hast. Mal so die Frage, was hast du eigentlich für Vorstellungen, du Bastard? Ob RX oder Radex, egal wie du mich nennst, du bleibst trotzdem ein nichtssagender Faggot. Lass sie aus seiner Fresse kommen, zeigen anderen, wie sie sie nicht schreiben sollten, Bitch. Ob RX oder Radex, egal wie du mich nennst, du bleibst trotzdem ein nichtssagender Faggot. Ey, wie soll ich dich denn noch ernst nehmen? Für solche Sachen, die du machst, würde ich mich fremdschämen. Du hast kein Flow, keine Technik, die ansatzweise fresh ist. Aber Hauptsache gute Audioqualität, vielleicht kompensierst du dadurch deine krasse Wackness. Check den Shit. Nimm das Bandana aus dem Gesicht, dann fungierst du als Schlampe und jeder darf mal ran und reinficken. Bei der Herzschmerzmucke, die du bringst, erwartest du nicht wirklich noch Akzeptanz im Battle-Turnieren. Ah, was sagst du in der Quali im Endeffekt, dass du genauso viel aussagst wie die Hälfte der Teilnehmer, die alles auf Flow legt? Ah, Innovation hast du auch nicht. Das ist auch der Grund, warum jede Woche wieder ein beschissener Song kommt. Ich rausschmeiß in so einen Versuch, glaubst du auch selbst nicht. Du hast es sogar nötig, Battlebot zu biten. Jede Line von dir ist ein Widerspruch für sich. Ob RX oder Radex, egal wie du mich nennst, du bleibst trotzdem ein nichtssagender Faggot. Lass sie aus seiner Fresse kommen, zeigen anderen, wie sie sie nicht schreiben sollten, Bitch. Ob RX oder Radex, egal wie du mich nennst, du bleibst trotzdem ein nichtssagender Faggot. Wie soll ich dich denn noch ernst nehmen? Für solche Sachen, die du machst, würde ich mich fremdschämen.